liebe Zuschauer von Achmed.tv. Ich stehe jetzt hier in Wuppertal und zwar in der Hakko Arena, wo hier gleich eine Schlagerparty stattfindet und zwar eine weihnachtliche Schlagerparty und zwar von Foxwahn. Neben mir der Fred Weidler. Hi. Du wirst mir ein bisschen was dazu sagen, bevor ich dich gleich ein paar Dinge frage. Sag erstmal ein bisschen was zur Veranstaltung. Mache ich sehr gerne. Es gab eine Internetaktion, wo Jürgen Drews gesagt hat, wenn ihr, liebe Webradios, meinen Videoclip Schloss, ich baue dir ein Schloss, das kennst du ja inzwischen, auf die Front, sprich auf die Startseite setzt, dann habt ihr die Chance, Jürgen Drews zu gewinnen. Und Foxwahn Radio hat den ersten Preis gewonnen. Ja, ist doch super. Also nehme ich mal an, der wird denn hier gleich richtig abrocken, der aber Jürgen. Kannst du dich aber drauf verlassen. Ja, da freuen wir uns schon drauf. Weshalb ich dich jetzt auch noch mal gerne fragen würde. Du hast doch sicherlich von Oliver Mick, dem schnellsten Koch Deutschlands, gehört. Ja, ich habe ihn in Siegburg erlebt. Sogar erlebt? Ja, Mensch, guck. Und er macht ja diese Charity für Kinder, also Schulkinder. Und er möchte denen ja ein bisschen die gesunde Ernährung näher bringen und an deren Schulen und sich da ein bisschen involvieren, einsetzen für. Und was hältst du von dieser Idee erst einmal? Also ich finde die Idee sehr, sehr gut. Besonders gesunde Ernährung ist für die Jugend ganz, ganz, ganz wichtig. Und die Idee von ihm, wie er das umsetzt, ist lobenswert. Und ich hoffe, dass viele Leute mitmachen. Es gibt auch viele Kollegen, die schon ein Statement dazu abgegeben haben. Ich werde mal Jürgen versuchen zu überzeugen, dass er das auch tut. Und ich wünsche ihm Glück, dem Oliver Nick. Das reimt sich sogar. Ja, ich habe dich ja auch auf Facebook gesehen. Mhm. Und mir würde es natürlich und dem Oliver ganz recht sein, wenn du zumindest auf seine Seite gehen würdest, um das mit dem Gefällt mir schon mal zu unterstützen. Und vielleicht hast du ja noch eine Idee, wie man das sonst pushen könnte. Da ich die Internetmarketing oder das Internetmarketing für Jürgen Drews mache, fällt mir jetzt so spontan ein. Man könnte Folgendes machen. Wenn der Mann hinter der Kamera uns den Clip zur Verfügung stellen würde, stelle ich das in Facebook und power das so ein bisschen und auch in den anderen Portalen, wo ich so vertreten bin. Ich bin nämlich im Internet schlimmer wie ein Virus, ich bin überall zu finden. Ja Mensch, das ist doch super. Hör mal, was wollen wir denn dann erst einmal mehr, wenn das erst einmal so weitläufig gefeatured wird? Ja, nachdem jetzt Advent, wollen wir einen Punsch trinken. Das können wir gleich auch machen, ja. Okay. Auf jeden Fall, dass die Kinder jetzt erst einmal unterstützt werden, finde ich ganz klasse und das, was du machst. Ja, vielen Dank fürs Interview. Kein Problem. Dann machen wir den Jürgen. Lalilu, lalili, kommt bis einen Stern in den Schnee. Lalilu, lalili, ein gelber Stern im Pulverschnee. Lalilu. Ja, ein Piratensender hat er nicht, aber dafür Internetradio. Das ist richtig, gell? Foxwahn.de, Steven Petersen hier neben mir. Sag doch mal ein paar Wörtchen zu deinem Sender. Ja, Foxwahn Radio ist mein Sender, den habe ich gegründet vor nun über 4 Jahren schon. Und inzwischen haben wir auch schon Schlagersaphir gewonnen bei Uwe Hübner beim Webradio-Contest, den 2. Platz gemacht. Wir machen sehr viele Events, wir haben sehr viele News, ein großes Redaktionsteam und machen eigentlich eine ganze Menge für deutsche Musik, auch Samplers und Contests für Gesangswettbewerbe und alles Mögliche. Ja, das ist ja klasse. Und du hast, oder vielmehr dein Sender hat heute Abend ja auch den Jürgen Drews gewonnen hier für diese Veranstaltung, bei der wir dann da sind, gell? Genau, wir haben Jürgen Drews gewonnen, wir haben mitgemacht, da wurde eine Ausschreibung gemacht für Webradios, wo man sich beteiligen konnte. Foxwahn hat natürlich auch mitgemacht und das wurde dann ausgelost und Foxwahn wurde gezogen, super. Und deswegen sind wir dann heute hier und feiern jetzt Weihnachtsparty mit Jürgen Drews und natürlich noch ein paar anderen Künstlern, aber er ist natürlich der Hauptact heute. Ja Mensch, das freut mich ja, dass ihr gewonnen habt. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Und mich würde es freuen, ich habe dir da eben ja schon mal ein bisschen was Backstage erzählt. Oliver Mick, der schnellste Koch Deutschlands, der steht ja für die gesunde Ernährung an Deutschlands Schulen. Und das findest du ja auch ganz toll, hast du mir gesagt. Und es wäre ja dann auch schön, wenn ihr das unterstützen würdet, vielleicht in einem kleinen Beitrag bei euch im Internetradio. Und mal gefällt mir auf Facebook, würdet ihr machen, oder? Definitiv. Also ich finde gesunde Ernährung sehr, sehr wichtig. Sieht man ja in Amerika, wo das hinführt, wenn man zu oft Fast Food macht. Ich glaube, jeder Vierte dort ist übergewichtig. Somit gesehen ist es ganz klar sehr wichtig und es ist auch wichtig, dass man das ganz früh schon anfängt. Und wenn er dann in die Grundschulen geht und so weiter, ist das wirklich sehr vorbildlich und toll und sollte man definitiv unterstützen. Also klickt auf Facebook und klickt den Gefällt mir-Button. Ich hab dich gern. Schöner uns das Biest, die jeden Wunsch.
Flügel im Bauch, das war sein bekanntester Hit bislang. Und von Flügeln im Bauch kommen wir natürlich jetzt zu der gesunden Ernährung im Bauch. Und neben mir tatsächlich, ihr werdet es nicht glauben, liebe Zuschauer von Ach Nee TV, ist der Bert Silva. Hallo. Ja, hallo, alle zusammen. Ne? Ja, es geht wie gesagt schon um gesunde Ernährung. Ja. Und ja, mein bekanntester Hit wohl hier im Ruhrgebiet zumindest, das ist Flügel im Bauch. Ja, und die singen aber schon immer, das ist der Geflügelsong. Ne? Hat ja, mit dem gar dann, nichts ne? zu tun. Ne? Aber wie gesagt, es geht um gesunde Ernährung und das möchte ich voll und ganz unterstützen, bei den Kindern zumindest auch. Ja, weil die Kinder, wenn man sie heute ansieht, die gehen auch schon ein bisschen auseinander, alle. Ne? Liegt auch sehr, sehr viel an der Ernährung, liegt auch an diesem Fastfood-Essen. Es ist eigentlich, man sollte da hier ein bisschen gesünder essen, muss ich sagen. Dass man auch den Kindern mal nicht nur Schokolade mitgibt in die Schule oder so, sondern mal Apfelchen, ne? Apfel oder Obst mitgibt. Ja, die Kinder werden natürlich dann sagen, nee, ja, mag ich mal, nicht. Ne? Aber nicht immer, ne? Nicht, dass das die Regel wird, das ist schon richtig. Aber so ein saftiger Apfel ist doch was Gutes, ne? Das hat Leckeres, gell? Ja. Du schaust mich an und lass dich nach hier. Von meinem Helden Elvis Presley, dem King of Rock'n'Roll, zu einem ganz anderen König, und zwar dem König von Mallorca, die souligste Stimme des deutschen Schlagers, Jürgen Drews. Er steht wahrhaftig vor mir, neben mir. Ja. Hör mal, ich bin aufgeregt. Kann ich dich mal knuffen? Nee, kann ich dich mal knuffen? Ja, kannst du. Okay, ja, ich bin total am Zittern. Ich gebe es zu, ich bin total am Zittern. Ich bin ja verfügbar, Janine. Aber erzähl. Ja, du hast auch gehört, Olli Mick, der schnellste Koch Deutschlands, der setzt sich für unsere Schulkinder ein, möchte denen die gesunde Ernährung an den Schulen näher bringen und sich dafür einsetzen. Und du bist sicherlich auch dafür, dass die Kinder sich ein bisschen gesünder ernähren. Und wie findest du dieses Projekt? Die Kinder sollten auch mal, oder der Oliver, sollte sich auch mal mit unserer Tochter in Verbindung setzen. Die ist gerade 15 geworden. Die hat Ernährung sowas von drauf, wie man sich mit den richtigen Fetten ernährt und was du essen sollst und was du nicht essen sollst, wie viel du essen solltest und. Und dass das eines der wichtigsten Kriterien ist, um die Population, das heißt, eine gesunde Ernährung in einem gesunden Volk heißt, nicht zu viel Unkosten für die in die Knie gehenden Krankenkassen. Das ist einfach so. Und man sagt ja auch, der Spruch kommt ja auch nicht von ungefähr. Du bist, was du isst. Und ich habe durch meine Frau, durch Ramona, wir sind jetzt 19 Jahre zusammen, obwohl ich immer schon aufgepasst habe, was ich esse. Ich habe zwar auch mal meine Currywurst gegessen und das alles, ja, mache ich auch heute hin und wieder. Da habe ich erst richtig gelernt, wie ich wirklich essen muss. Obwohl ich aus dem Arzthaushalt komme, obwohl ich Medizin angefangen habe zu studieren, habe ich einfach da nicht so exorbitant drauf geachtet. Aber jetzt tue ich's. Und ich habe gerade heute noch, ich komme ja gerade von Ramona, ich habe zu ihr noch vorhin gesagt, weißt du, ich merke, dass ich meine Essgewohnheiten mittlerweile wirklich drastisch verändert habe. Ich mag auf einmal kaum mehr Fleisch. Also ganz selten noch. Hin und wieder mal, aber es ist nicht mehr mein Ding. Ich esse mehr Fisch, aber wenn das jetzt nur mal nebenbei auch nochmal erwähnt, wenn jetzt jeder auf einmal Fisch isst, dann sind wir auf einmal in der Situation, dass wir gar keine Fische mehr in Meeren haben. Was tun, sprach Zeus. Ich weiß, dass die Ramona ganz hinterher ist. Ich habe sie beim Promi-Dinner gesehen. Ich weiß auch, Julina ist hinter der Ernährung her, der Gesunden. Ja. Ich habe sie gesehen, auch im Frühstücksfernsehen. Dann gab es einen netten Beitrag und wie sie da immer so auf den Papa achtet und ihre Ernährung. Und ich finde das ganz toll, dass ihr das so auch, sage ich mal, macht und auf die Ernährung achtet. Und ich finde das auch ganz toll, dass du so ein Fürsprecher bist. Das wird natürlich dem Olli sehr helfen, dieses Projekt auf die Beine zu bringen und den Kindern die gesunde Ernährung. Na, und, ich darf noch mal da einhaken. Ich sage das gleiche eigentlich, was du jetzt gerade sagst. Wenn wir nicht bei den Kindern schon darauf achten, dass die sich nicht nur mit Junk ernähren. Süßigkeiten muss jeder mal essen. Obwohl, das ist eine Krux mit diesen Süßigkeiten. Du gewöhnst ja die Geschmacksnerven an zu süße Ernährung ganz schnell.
Das heißt, du bist gar nicht mehr auf dem Stand, wo die Evolution uns hingeführt hat. Denn das gibt es ja noch nicht so lange. Alleine der, man heißt ja raffinierter Zucker. Ja. Aber das ist wirklich raffiniert, was die da machen. Du gewöhnst dich, hier ist so ein Typ, der viel zu viel Zucker in seinem Leben schon gegessen hat. Obwohl mein Vater als Arzt immer sagte, sag mal, kannst du nicht mal aufhören mit deinem ewigen Negerküsse hier und da wieder Kuchen? Aber dann habe ich es natürlich auch eingesehen und habe das ein bisschen reduziert. Und mittlerweile merke ich, wie viel Süßkram man isst oder gegessen hat. Bei mir ist es mittlerweile fast Vergangenheit, ohne sich dessen darüber im Klaren zu sein, wie gefährlich das ist, was man macht. Und auch der artifizielle Zucker wird allalong gesehen auch nicht gesund sein. Es wird irgendwann mal ein Naturprodukt geben, das gibt es schon. Ich frage mich nach dem Namen, ich wusste ihn vor kurzem wieder. Es gibt ein Naturprodukt, eine Pflanze, die hat viel mehr Süßgehalt als Zucker und auch als der raffinierte Zucker. Bloß dagegen, das ist ja eine ganze, ist ja eine Wahnsinnsindustrie, die Zuckerindustrie. Dagegen wehren die sich natürlich mit Händen und Füßen, was man irgendwo verstehen kann. Aber für uns wäre es natürlich besser, wenn wir ein Naturprodukt zu uns nehmen könnten, in geringerem Maß und wüssten, das ist ein Naturprodukt und das schädigt uns nicht. Denn Zucker schädigt uns. Das fängt bei den Zähnen an und hört bei inneren Organen auf. Ich danke dir auf jeden Fall für dieses Statement. Das ist wirklich ganz toll gewesen, dass du so ein Fürsprecher bist für die gesunde Ernährung, weil ich weiß, du stehst tatsächlich dahinter. Ich habe das alles so ein bisschen auch mal mitverfolgt bei dir und das ist, hat echt Hand und Fuß und das freut mich, den Oliver Mick. Und vielleicht sehen wir dich ja auch wie beim ZDF-Fernsehgarten so ein bisschen irgendwo mit einem Kochlöffel. Bitte nicht wieder kochen. Ich habe zweimal, habe ich es jetzt gemacht. Weil ich immer abgesagt hatte. Aber dann, für die Kinder, Jürgen. Ja, vielleicht können wir dich da irgendwie gewinnen. Aber nur zusammen mit Ramona. Du, gerne. Weil die kocht ja mit links. Ja, hör mal. Und ich bin da so, ich kriege ja noch nicht mal ein Ei aufgeschlagen, so quasi. Ich sag irgendwann. Irgendwoher. Irgendwie sehen wir uns wieder am Kochlöffel. Sehen wir uns wieder. Oh Gott, ich merke, dass jetzt ein Schnee kommt. Ich muss mir erstmal einsingen, du. Macht nichts, aber Hauptsache, wir sehen dich vielleicht doch am Kochlöffel. Mit der Ramona, gern Julina. Versprechen kann ich es nicht, aber you never know what happens. That's right. Ich danke dir ganz herzlich. Viele Grüße. Du guckst mir so schön in die Augen. Also ja, ich muss immer die Chance. Ach, danke, danke. Viele Grüße. Werde ich ausrichten. Und einen tollen Auftritt wünsche ich dir. Danke. Ja, wir machen keinen Auftritt. Ich sage Hallo und es war ja ein Wettbewerb. Und da haben Internetradios sind gegeneinander angetreten dafür, dass sie auf die, ihre Webseite mein Video von Ich baue dir ein Schloss gesetzt haben. Ich habe gesagt, okay, einer gewinnt, ich ziehe ihn los und der kann über mich verfügen. Weiß ich was, kann mich auf eine Bühne stellen, aber bitte nicht bewerben, offiziell, denn das ist kein offizieller Auftritt. Alles klar, dann wissen wir Bescheid und ich danke dir nochmal recht herzlich für dieses super Statement bezüglich dieser gesunden Ernährung. Dankeschön. Es war mir ein Vergnügen. Ich darf dich mal Bus holen, oder? Das war's? Dann die andere Seite auch noch. Dann die andere, okay. Sonst gehen wir nachher schief hier raus. Jetzt ist aber gut, ne? Das war ja mal wohl ein super Abend, ein super Fürsprecher mit Jürgen Drees für die gesunde Ernährung für unsere Schulkinder. Und was soll ich sagen, ich bin überglücklich, ich durfte ihn bussalen, wir haben, was wir wollten, ne, dass er da einfach mal sich dafür einsetzt, zumindest, sag ich mal, mit diesem netten Beitrag, vielleicht kocht er für den Olli ja auch oder mit dem Olli, mit Ramona, Jolina. Was will ich mehr? Wir sind alle überglücklich und leise rieselt der Schnee und wir rieseln jetzt auch gleich nach Hause. Ich danke euch und wir sehen uns bis bald. Summertime and the living is easy. Fish are jumping and the cotton is high. Oh, the cotton is high. Your daddy's rich and your mama's good looking. So hush, little baby, don't you cry.